willkommen bei einem weiteren Wochenrückblicksvideo, weil eine weitere Woche vorbei ist. Und wie ihr seht, ist das Licht immer noch nicht super. Man sieht immer noch diese schlechte Auflösung und ich hasse das, aber es wird nicht so richtig hell. Es ist jetzt 11:30 Uhr mittags sozusagen und trotzdem ist das Licht total scheiße. Ich glaube, das kennt ihr. Wenn man rausguckt, sieht man auch nur grauen Himmel und so. Was soll's? Kommen wir zu dem Inhalt dieses Videos und zum ersten Highlight diese Woche für mich. Und zwar war ich im Kino in Tribute von Panem Mockingjay Teil 1. Hier hat sogar jemand nicht das Ding abgemacht, aber was soll's. Und ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war echt geflasht. Ich finde diesen Film so gut, natürlich hat er so die ein oder andere kleine Schwäche, aber die hat mir den Film überhaupt nicht madig gemacht. Ich fand ihn so richtig gut. Liegt vielleicht daran, dass ich mich an den dritten Teil des Buches nicht mehr so gut erinnern kann. Zumindest an den ersten Teil des Buches, also das, was jetzt in diesem Film behandelt wurde, gezeigt wurde, daran konnte ich mich echt fast gar nicht erinnern. Und deswegen war es vielleicht für mich auch ziemlich überraschend und hat mich auch emotional so richtig mitgenommen, weil ich nichts davon richtig erwarten konnte und nichts vorhersehen konnte, weil ich das meiste schon vergessen hatte. Und ich weiß nicht, es hatte so viele emotionale Stellen, so viele gut gemachte Szenen, die Atmosphäre und die Schauspieler, auch wenn so einige, also ich finde Jennifer Lawrence als Hauptdarstellerin hat vielen so die Show gestohlen ein bisschen. Aber sie ist auch die Protagonistin, von daher ist das auch irgendwie ihr Job. Aber die meisten anderen haben auch richtig gut gespielt und ich habe es denen abgekauft. Und ich war einfach emotional richtig drin und es gab so viele tolle Szenen und auch berührende Szenen. Und ich kann den einfach nur empfehlen. Alle, die es noch nicht gesehen haben, die aber irgendwie das noch gucken wollen, geht ins Kino. Wenn ihr wollt, sonst könnt ihr euch die DVD irgendwann holen oder so. Guckt ihn euch auf jeden Fall an, denn er ist gut, er ist richtig gut, er ist fantastisch. Ich glaube sogar der beste von den dreien bisher. Ich fand den ersten ganz gut, ich habe ihn mir gerne angeguckt, aber er war jetzt nicht so emotional, würde ich sagen. Den zweiten, den fand ich dann auch ungefähr gleich, nur ja, doch ein bisschen die Spannung ist schon angestiegen, aber ich fand diese ganzen möchte gern romantischen Szenen, erst mit dem einen, dann mit den anderen, ich fand das so nervig, weil es im Buch irgendwie nicht so aufdringlich war wie im Film. Aber gut, das war dann für die ganzen Fans, die halt irgendwie Katniss mit ihrem Typen sehen wollten oder mit dem, halt für diejenigen, die Team Peter waren und die Team Gale waren, was auch immer. Für mich hätte es jetzt nicht so unbedingt sein müssen. Und deswegen fand ich den dritten Teil jetzt auch so gut. Da gab es dieses ganze romantische Zeugs nicht wirklich, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig. Es ging vielmehr um Katniss und um ihre Gefühlswelt und um ihre Gedankenwelt und wie sie mit dem ganzen Zeug umgeht. Und es geht um diese Propagandaschlacht hin und her zwischen Kapitol und den Rebellen. Es war richtig gut. Es war fantastisch. Ich kann es nur empfehlen. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Ich habe übrigens letzte Woche vergessen, etwas zu erwähnen. Ich hatte ja Friends durchgeguckt und dafür gibt es ja ein Spin-off namens Joey. Also da ist dieser Charakter Joey dann im Vordergrund und geht dann aus New York weg nach L.A., um seine Schauspielerkarriere zu promoten, auf den nächsten Level zu heben, was auch immer. Ich fand den Schauspieler auch gut, er hat auch immer noch Joey gespielt, so wie er ihn auch in Friends gespielt hat. Ich fand nur das Setting nicht so richtig gelungen. Ich fand die anderen Charaktere, die damit spielen, nicht so richtig gelungen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe mir 1,5 Folgen ungefähr angeguckt und dann habe ich es auch sein lassen, weil ich es weder interessant noch lustig noch sonst irgendwas fand. Und nur aufgrund des Charakters Joey das zu gucken, hat sich jetzt auch nicht so richtig gelohnt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass es nach 2 Staffeln, glaube ich, wieder eingestellt wurde. War auch nicht so erfolgreich. Hat leider nicht so gut geklappt. Dann habe ich diese Woche die erste Staffel von Pushing Daisies beendet. Ich mag diese Serie und davon gibt es nur 2 Staffeln. Und ich habe es auch schon öfters gesehen, aber wir gucken es jetzt so mit Freunden jede 2. Woche sonntags immer so ein paar Folgen und die haben es halt noch nicht gesehen und deswegen gucke ich es mit denen zusammen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Pushing Daisies ist eine schöne, bunte,
Ich mag die Atmosphäre drin, was so bunt ist und so einzigartig. Aber trotzdem, die Geschichte an sich ist halt ernst und es geht halt um Detektivarbeit und um Mordfälle und sowas. Und das steht dann im krassen Kontrast zu diesem bunten, aufgemachten Bild und ist einfach vollkommen interessant. Ich habe sowas in der Art noch nie gesehen. Alle, die irgendwie jetzt Lust darauf gekriegt haben, guckt euch mal eine Episode an. Vielleicht ist es was für euch. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut und schade, dass es nach 2 Staffeln schon eingestellt wurde. Und als letztes habe ich diese Woche, diesen Monat, diese Woche die erste Staffel von Breaking Bad beendet. Ich habe jetzt auch bis zur Hälfte ungefähr, nein, nicht ganz, ein paar Folgen von Staffel 2 geguckt, so 5 Folgen oder so. Und ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist jetzt nicht meine nächste Lieblingsserie und ich finde das jetzt auch nicht so einnehmen, so dass ich immer weiter gucken muss und immer wissen will, was als nächstes passiert. So ist das jetzt nicht. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde die Charaktere ganz gut und mich interessiert auch, wie es weitergeht und wie es mit den Charakteren weitergeht, auch wenn ich das jetzt nicht sofort dringend haben will und es nicht erwarten kann, sozusagen. Aber doch, ist ganz gut. Ich hoffe, es wird auch noch besser und dass es mich dann mehr catcht, dass ich dann unbedingt direkt weiter immer gucken muss und möchte. Aber mal sehen. Mal sehen. Es ist auch an Teilen so manchmal ein bisschen lustig. Das finde ich gut. Ja, mal gucken. Jetzt kommen wir zu den Büchern. Oder steht hier noch was? Ich glaube, nein. Kommen wir zu den Büchern. Diese Woche ist leider nicht so viel Büchermäßiges passiert. Ihr seht aber auch gleich warum. Zum einen habe ich angelesen und abgebrochen Das Meer in deinen Augen von Lino Munaretto. Ist im CBT Verlag erschienen, ein Taschenbuch mit 271 Seiten. Und ich habe schon, während ich es angefangen habe zu lesen, auch auf Goodreads und so Rezensionen gesehen und es waren sehr viele wirklich nicht so tolle Rezensionen dabei und dann habe ich mich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen lassen, aber ehrlich gesagt, ich habe das selber auch diese Kritikpunkte gesehen, auch wenn nicht alles, weil ich hier nicht alles durchgelesen habe. Es geht hier um den Tod eines Jungen und darum, wie seine Freunde und seine Ex-Freundin bzw. seine Freundin dann damit umgehen und wie die dann so zusammenkommen, also der beste Freund von dem Toten und seine Ex-Freundin, dass die sich halt ineinander verlieben. Angeblich soll es darum gehen, aber davon habe ich nicht viel gesehen und in den Rezensionen stand davon auch nicht so viel, weil es viel mehr in der Vergangenheit spielt. Es geht viel mehr darum, wie die sich alle kennengelernt haben, wie es noch war, als der Junge noch gelebt hat und irgendwie ist das wahrscheinlich zu viel Vergangenheit. Das hat mir dann auch nicht so gut gefallen. Ich habe aber auch nicht wirklich weggelesen. Das, was ich wirklich am schönsten finde und was mich dieses Buch hat abbrechen lassen, ist die Sympathie der Charaktere, vor allem der Protagonist Benjamin. Oh, der war so unsympathisch, er war wirklich ein Arschloch. Der wurde auch öfters hier im Buch be damit bezeichnet und er hat selber gesagt, ich weiß, es stimmt. Das macht ihn eigentlich unbedingt sympathischer, er ist noch unsympathischer. Das Mädchen ist wirklich sehr naiv und ja, die ging noch, aber war jetzt auch nicht so toll. Und das Allerschlimmste war für mich wieder mal, wie ich sehr oft finde in solchen Büchern, Alkohol, Sex, Drogen. Es wird alles sehr verherrlicht. Es wird ständig irgendwo erwähnt. Ich glaube, es geht hier drin nur um Alkohol und um Sex. Und irgendwie nichts anderes. Alle die Gedanken von diesen Protagonisten, außer vielleicht von den Mädchen, aber drumherum auch alle Charaktere. Die reden ständig oder denken auch nur ständig an Alkohol und Sex. Das war's. Und das brauche ich nicht. Ich brauche kein Buch, das mir ständig von Alkohol und Sex vorschwärmt. Ich will eine Geschichte haben und nicht sowas. Und vor allem noch ein Jugendbuch. Ich finde das echt schrecklich. Deswegen habe ich es nicht weitergelesen. Dann habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das hier, glaube ich, angefangen habe zu lesen. Ja, das ist Sternsturm, der zweite Teil der Sterntrilogie von Kim Winter, ist im Planet Girl Verlag erschienen. Und hat 580 Seiten ungefähr, glaube ich. 587 Seiten, fast 600 Seiten. Und ja, ist ein ziemlicher Schinken. Und deswegen gab es auch in dieser Woche nicht so viel anderes, was ich lesen konnte, weil das hier halt sehr viel Zeit eingenommen hat. Aber ich fand es richtig gut. Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Ich mag die Trilogie. Ich kann da auch nie jetzt nicht so viel inhaltlich zu sagen, weil es halt Band 2 ist.
Aber ich mag sie und deswegen habe ich direkt Band 3 hinterher geschoben. Sternstaub, auch von Kim Winter. Planet Girl Verlag hat diesmal auch um die 580 Seiten, sind glaube ich 583 oder so. Und da bin ich jetzt auch schon über die Hälfte. Das ist auf Seite 381. Und ja, dementsprechend könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass ich in dieser Woche nicht so viel anderes lesen konnte, weil es beides fast 600 Seiten hat und sehr viel Raum eingenommen hat. Und das werde ich auch jetzt noch zu Ende lesen. Es müsste eigentlich heute wieder zurück in die Bibliothek, aber ich habe es jetzt verlängert, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die beiden Bücher zu lesen. Ich mag es, aber es sind beide so. Also den ersten habe ich schon 4 Sterne gegeben, den zweiten habe ich auch 4 Sterne gegeben und ich denke, der letzte läuft jetzt auch auf die 4 Sterne hinaus. Ist also eine gute 4-Sterne-Trilogie und ist sehr interessant und gibt sehr viel zu lesen, wie ihr seht. Also falls ihr euch irgendwie dafür interessiert, ich verlinke auch die Rezi zum ersten Teil in der Infobox und kann ich nur empfehlen. Und das Letzte, was ich heute diese Woche ein bisschen weiter gelesen habe, war Panda Blues von Britta Sabatier. Ich bin da jetzt ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Und ja, ich finde es ganz interessant, ganz lustig, finde die Charaktere auch gut. Aber es hat mich leider nicht so hineingezogen, es hat mich nicht so eingenommen wie auch Breaking Bad. Ich habe jetzt nicht so den Drang zu wissen, wie es weitergeht, und ich musste auch nicht wirklich richtig lachen in diesem Buch bisher. Ist eigentlich ein bisschen schade, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Es ist eine gute 3,5 Sterne-Geschichte bisher. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kannst du mich ja hinten raus noch ein bisschen mehr beeindrucken, aber bis jetzt ist es halt so ein bisschen Durchschnitt bei mir. Na gut, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ich jetzt alles gesagt habe, ob ihr die Serien schon gesehen habt, vor allem Pushing Daisies und Breaking Bad, ob ihr in dem Film schon wart, Tributo von Panem, und ob ihr diese Bücher vielleicht gelesen habt und wie ihr sie fandet. Schreibt mir in die Infobox übrigens. Die werden ja nicht mehr gedruckt. Es gibt die jetzt bald im Impress Verlag als E-Books, aber als Printausgabe gibt es die leider nur noch als Restposten oder gebrauchte Bücher. Schade, schade, aber haltet euch ran, falls ihr das irgendwie noch haben wollt. Ansonsten sage ich hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bye, Leute.